ein Ring, um sie alle zu binden, um sie alle zu knechten. Oder wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr genau. Hallo zusammen. Nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino. Mit einem der Soundtracks von Herr der Ringe, der absolute Lieblingsfilm, was das angeht. Ja, was habe ich heute geguckt? Heute habe ich Ben Hur geguckt. Und wer überlegt, ob der Film überhaupt eine Chance hat gegen das Original? Ich weiß gar nicht, wann das Original war. 60, 70, 80er Jahre. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich wissen. Ja, was war Sache? Klar. Vom Tellerwäscher zum Millionär, so könnte man so schön sagen. Der Film vereinigt alles Mögliche ineinander. Ja, wo fängt man dann an? Wenn ich im Kino ging, fragte mich der gute Mann, wann ich dann gucken würde, sagte ich Ben Hur. Und sagte ich so, und was hältst du von dem Film? Ah, ist sehr brutal. Das sagte ich zum, hast du dann schon mal das Original geguckt? Also von damals, ne, hätten wir nicht geguckt, wusste auch gar nicht, dass es sowas schon gab. Na mal jedenfalls, wer das Original geguckt hat, der wird sagen, der war doch ein bisschen brutaler, gell? Allein wenn ich an die Szenen denke in dem Originalfilm bei diesen Wagenrennen, Pferdestreitwagenrennen, wo die an den Rädern in den Achsen da so Sperre drin hatten und sich da gegenseitig massakriert haben, war das schon eine Hausnummer für sich. Da hatte Hitlerfilm keine Chance. Wobei die natürlich auch so ein bisschen gerangelt haben miteinander und flogen auch einige Fetzen, muss man sagen. War ein guter Film. Aber nichtsdestotrotz hatte der gegen das Original keine Chance. Allein wenn man daran denkt, wie viele Oscars der hatte oder bekommen sollte, das weiß ich nicht mehr so genau. Das Original sollte, glaube ich, 12 oder 13 Oscars bekommen. Wie viel hätte er bekommt? Wenn er eine Hälfte bekommt, ist ein geiler Film. Aber selbst die wird er nicht bekommen. Also nichtsdestotrotz war kein absolut schlechter Film. Es war ein guter Film. Hat mir gefallen, den zu gucken. Wie bewerte ich den Film, der bekommt von mir eine 2+? Weil das war schon ein Top-Film. Allein schon mal mit dem Schauspieler Morgan Freeman, der eh seinesgleichen sucht und ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Und ja, was könnte man sonst so sagen? Wenn man an die Szene denkt, auch in dem Originalfilm, wie er dann gefangen genommen wurde, da Judas Ben Hur, so haben sie ihn hier genannt, im Original wird er einfach nur Ben Hur, glaube ich, genannt, und ist dann da auf dem Schiff, unten im Bauch vom Schiff und ist hier am Rudern. Und dann 5 Jahre lang, was sich das vor Augen hält und blickt dann im Nachhinein zurück, was man da für Qualen erleiden muss und wurde gepeitscht und hat mit alles. Und Freunde, mit denen man da gesessen hat, links und rechts, die dann halt gestorben sind. Und ja, war das natürlich schon eine Hammeraktion. Aber was hat ihn dabei angetrieben? Das war der Hass auf die Römer und er wollte sich rächen. Und deswegen hat er immer weiter gerudert und gekämpft und immer mit dem Kopf nach unten. Nicht wie viele Leute heute mit der Nase nach oben und denken, ich bin etwas Besseres. Sondern er hat kleine Brötchen gebacken und hat halt so sein Leben geführt. Und wie man so schön sagte, wie ich eben sagte, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also es war ein geiler Film. Im Vergleich zum Original natürlich keine Chance. Auch von der Filmlänge her nicht etwas mehr wie 2 Stunden. Also wer auf sowas steht und Spaß dran hat, so historische Filme, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Er hat so ein bisschen was von der Passion Christi. Jesus wurde an Kreuz genagelt und die Nächstenliebe wurde etwas wiedergespiegelt. Und ja, und die Römer haben alle platt gemacht und es gab Kämpfe und so weiter. Also geiler Film, kann man auf jeden Fall sagen. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, tschüss.